Ich weiß nicht, wie viel Punkt Entschlossenheit wir jetzt gebraucht haben, aber auf jeden Fall scheint es die Entschlossenheit gebracht zu haben. Vielleicht habe ich es auch einfach übertrieben mit der Entschlossenheit, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Good day, Stranger. Weggehen. Ich würde hier eigentlich gerne meine Party neu arrangieren. Ah, das kann ich ja, glaube ich, hier machen, oder? Wer bist du? Ah, nee, das war falsch. Ich hätte gerne ein Zimmer, ja. Genau hier unten. So, ihr drei. Farewell. You walk your path, I'll walk mine. Farewell. Mal weg. Und ihr drei jetzt hierher. Das heißt, hier werden jetzt gleich gelevelt. Ne, erstmal kümmern wir uns schnell um die. Nicht Karte, um die Festung, um die beiden Aufträge. Großes Abenteuer Durens und Eskorte Sagani. So, Kada erstmal ableveln. Das wird jetzt sicherlich ein Spaß werden. Ich behalte die Punkte einfach mal über. Der Drache schlug um sich, erzeugt ein Gefahrenfeld, das Feinde im Wirkungsbereich Verbrennungs- und Teamschaden zufügt. Das ist nicht schlecht. Steigert die Abwehr aller Verbündeten, ist auch nicht schlecht. 7-mal beschritten das Deck. Und das hier verstärkt den Verbrennungseffekt bei allen Waffen. Nee. Nehmen wir die Silberritter. Das klingt gar nicht mal so schlecht als neues Lied. Als neue Strophe. So. Das ist jetzt ein neuer Zauber, oder? Beschwört einen Jungdrachen herauf. Beschwört zwei furchterregende Oge herauf. Belebt verbündete Bewegungsbereich mit einem geringen Teil ihrer Ausdauer wieder. Greift Feinde in 7 Richtungen um den Sänger mit Eisblitzen an. Gewährt verbündete im Wirkungsbereich einen Bonus auf Gewandtheit, Wahrnehmung und Intellekt. Gewährt Verbündeten im Wirkungsbereich einen Bonus auf Macht, Verfassung und Entschlossenheit. Nein, nehmen wir Oka. Offensiv, defensiv, durchdringender Schuss. Klasse können wir ihm nichts mehr geben. Geben wir ihm mal defensiv auch überlegene Abwehr. Oder nee, geben wir ihm blutiges Gemetzel? Nein. Unterbrechende Hiebe. Weil hier steht schadensverursachender Angriff. Also Armbrust ist schadensverursachender Angriff. So. Da steht wieder nächste Stufe. Da lassen wir die Punkte nochmal. Der Drache schlug um sich. Der Drache heulte. Das nehmen wir mal. Und der ist schon Stufe 12. Way, Respekt. Gehen wir mal. Ja, Überleben und Athletik. Das passt gut. Weil Wissen hat er schon 10 und mehr als 10 braucht er eigentlich nicht. Da nehmen wir mal. Der Bärart, der Bräutigam erledige derer 30, bevor die Hälfte der Halle sie durchschritten. Die Lieder, wer sich das auch immer ausgedacht hat, ich mag ihn. Oh, das ist genial. Armbrust übrigens. Ja, kriegst mal Waffenschwerpunkt Ritter, dass du mit der Armbrust besser triffst, würde ich sagen. Cool. Das heißt, Kada ist Level 12. Was ist mit Hivarias? Der kriegt nur ein Level. Schade darum. Heb mal die 10 Punkte auf. Dann gucken wir mal beim nächsten Level ab. Er kriegt nur neue Zauber. Garten des Lebens. Beschleunigt Beras Rat, wodurch Verjüngungspflanzen aus dem Körper der Gefallenen sprießen und verbündete im Wirkungsbereich heilen. Das klingt makaber. Rottende Schädel. Sonnenlanze. Giftblüte. Zauber der Stufe 2 können jetzt pro Begegnung eingesetzt werden. Okay. Hivarias ist also nur Level 11 geworden. Braucht aber nicht mehr lange.
Was ist mit der Mutter? Sie kriegt auch nur ein Level, also halten wir die Punkte zurück. Verstärkte Welle. Zeigt die Metallstärke des verbündeten Ziels und projiziert sie gewaltsam nach außen. Wodurch eine Schockwelle erzeugt wird, jedem Wirkungsbereich Schmerzzahl zufügt und hier niederschlägt. Auflösung. Verbreitet alle ätherischen Kräfte, die Verstärkung, Körper und Ziels zusammenhalten. Schade allein wird Ziel. Wird jegliche Existenz entzogen. Geisterplage. Verwirrt und benommen, das klingt gut. Auflösung und verstärkte Welle, nein. Gebe ich nochmal da zurück, ich möchte gerne Geisterplage haben. Taktische Manipulation, Verstandslanze. Naja, nehmen wir verstärkte Welle noch. So, erledigt. Gut. Oh, und wir sind jetzt auf einmal alle wieder hier. Oh, und jetzt, bevor ich es überhaupt vergesse. Bitteschön, das ist für dich. Du hast Abwehr. Du hast überhaupt nicht viel, fällt mir gerade so auf. Kann ich von hier aus auf mein Zeug zugreifen? Ja, kann ich. Nee, da hast du schon was. Ich habe hier... Leiden unterdrücken, das ist nicht wirklich viel. Das ist alles Hals. Ah, aber Schuhe. Schleichergriffsbonus robust. Oh, dann nimm mal robust. Hast du Schuhe? Nein, du hast keine Schuhe. Schleichergriffsbonus. Ach nee, da oben sind noch welche. Dann nimm du mal die hier. Helme haben wir leider keine besonders tollen für euch. Kriegt ihr mal Kutten oben. Weil das sieht sicher komisch aus, ja. Der Dreispitz sieht auch komisch aus. Nee. Kriegst du die Kuttenrobe. Ringe haben wir leider eh nicht viel. Was ist mit Rüstungen? Du hast eine gute Brigadine. Können wir dir nicht was Besseres geben? Wie Ero Brecker. Das hier zum Beispiel sieht nicht gar nicht mal so schlecht aus. Können wir dich noch verzaubern? Wir könnten dich gut machen wenigstens. Dafür haben wir genug Materialien. Kettenrüstung. Rundelspracht. Hand und Schlüssel. Blade Golan. Ja, das ist auf jeden Fall Fernkampfabwehrbonus, Geschwindigkeit. Dann kriegst du mal die. Ja, gut. Katasturban, die können wir nicht verzaubern. Das war auch nicht notwendig. Hier war es. Mantel der schlechten Bezahlung. Erstzeile. Entschlossenheit. Schadensreduktion. Zurückschlagen wir von einem Nahkampfangriff getroffen wird. Das wäre eigentlich was für... Entweder für Sagani. Er trägt viele Narben. Der ist aber besser eigentlich, weil der Regeneration bringt. Und Edders Rüstung ist eigentlich auch ziemlich gut. Nö. Schuppen des Raben. Heimlich der Wahrnehmung und gut. Oh, geben wir ihm das mal. Oder hätten wir noch was Besseres? Plattenpatzern. Das ist der, der Raserei macht. Nein. Eine außergewöhnliche Leder- oder Kettenrüstung. Oder wir geben ihm das hier. Schwacher Zauber, Sonnenstrahl, Immunitätsschub. Nö. Ihr können wir die außergewöhnliche Lederrüstung geben. So. Ja, damit sieht sie etwas besser aus. Außer wir haben noch was anderes Tolles. Hand und Schlüssel zum Beispiel. Nee. Blade Cola, Mantel der schlechten Bezahlung. Haut des großen Hirsch. Wahrnehmung athletisch außergewöhnlich. Die ist eigentlich besser. Nur sieht sie darin komisch aus. Nee, ich glaube, ich gebe die Haut des großen Hirsches ihm.
Die Schadensreduktion ändert sich nicht. Aber er hat bessere Punkte. Und das hier? Schuppen des Rahmen kann ich ihr geben. Ja, das sieht gut an ihr aus. Sie hat ja ein bisschen was von einem Rahmen. So. Der Rest wäre erledigt. Das kannst du noch haben. So. Das kommt ins Inventory. Schriftrolle des Insektenschwarms gebe ich mal dir. Alkohol behalten wir mal. Den behalte ich auch mal. Mhm. Ja, gut. Essen. Ne, Waffen. Obwohl, Waffen. Haben wir... Gegenstandstyp. Wir hätten hier ein gutes Zepter. Du besitzt aber schon ein gutes Zepter. Und ich weiß nicht, warum ständig das Ding wackelt. So ist es besser. Ne, gute Zeptare. Was ist mit einer guten Pike? Hast du schon eine gute Pike? Das war ein Versehen damals, dass ich dem aus Versehen einen Stock gegeben habe. Als er einen Speer hatte, sonst hätte ich ihm hier so einen Speer geben können. Aber nee. Was ist mit ihr? Sie hat eine gute Armbrust. Habe ich was Besseres? Ich habe auch nur eine gute Armbrust. Und ein guter Dolch? Könnte sie den Atuk haben? So. Und Kanna hat eine gute Armbrust. Ich könnte mir gut... Nee, ich habe ihm ja Ritter gegeben, deswegen. Kann ich die vielleicht verbessern? Ich könnte sie höchstens präziser oder beschädigend machen, dass sie mehr Schaden verursacht. Ich weiß aber nicht, ob das die Qualität überschreibt. Wie hoch ist denn eigentlich deine Genauigkeit? 72, ja. Du machst wie viel mehr? 4 Genauigkeit mehr. Gut, dann machst du halt jetzt mehr Schaden. Und von mir aus eine Feuerpeitsche. Ja. Eine Feuerpeitsche und mehr Schaden. Ja, das passt immer noch. 68. Ja, ich habe 89. Kann ich ihre vielleicht noch? Nee. Kann ich hier wenigstens noch einen Schadenstyp? Ja, dann kriegst du noch eine Frostpeitsche. So, und du? Und hier könnte ich auch noch einen Schadenstyp. Eine Rostpeitsche wäre nicht schlecht. Davon habe ich nämlich noch genug. So. Qualität. Ich könnte dich auch noch beschädigend machen. Außergewöhnlich kann ich euch nicht machen wegen fehlender Rubine. So. Ja. Aber das war's erstmal dazu. Das heißt, meine letzten drei Leute sind jetzt ausgerüstet. Jetzt geht's eben in... den Zirkel der Sechs hieß das, glaube ich. Oder die Halle der Sechs oder so ähnlich. Ja. Mhm. So, Connor, what do folks in Rawatai do for fun? Aside from each other, do you just gape at every shiny object that comes along? Or is that just what you do when abroad? Tekoa may be more traditional, but it has its share of festivals. Drink a little wine, find someone to dance with. Wine and dancing? Oh, guess I had it all wrong. So no shark races and undersea orgies? No, that's all true. Okay, das kann man jetzt verstehen, wie man es will. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Kanna hat mehr Ausdauer. Also kommt Kanna nach außen. Kanna hat mehr Ausdauer. Die Mutter, die steht da gut. Mhm. Und am Anfang von der nächsten Aufnahmesession werde ich dann auch mal wieder mit der Mutter reden, um mehr aus ihr herauszukitzeln, was da
Da vorne ist der Eingang. Wo laufen wir überhaupt hin? Wir hätten hier hoch und hier rumlaufen können. Irgendwas habe ich da falsch gemacht. Lorelei Rosendorn. Einmal hier rein, bitte.